Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier zu Rheinisch Zeitgedanken. Ja, die, die sich hier auskennen in diesem Land, werden sagen, Mensch, der Rheinisch steht doch im Kärntner Land. Und tatsächlich, so ist es. Wir haben jetzt 2 Tage pausieren müssen, wir haben eine lange Fahrt hinter uns und wir haben von Gott ganz herrliche Wege gewiesen bekommen zu Menschen, die hätten wir sonst nie kennengelernt. Eine Dame aus dem griechischen Parlament, die ihre Erfahrung uns mitgeteilt hat und gesagt hat, dass sie vor 37 Jahren damit schon gerechnet haben, dass dies in den heutigen Tagen passiert. Es ist unglaublich, was Politiker auch schon wussten. Und zum anderen haben wir jetzt liebe Leute kennengelernt hier in Kärnten. Da haben wir eine Nacht übernachtet. Und zwar sind wir ja erst spät eingefahren. Und Gott hat es gefügt, dass wir genau zu diesen Menschen, zu dieser Familie gekommen sind, um dort auch wieder Hoffnung, Zuversicht und Halt mitzuteilen, zu predigen. Ja, es ist eine Reise voller Dankbarkeit, auf die wir zurückschauen, voller Führung von Gott her. Und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt schon wieder auf dem Kärntner Boden stehen. Wir werden also heute Abend zu Hause sein. Ich werde vielleicht das heute Abend noch hochladen. Ich hoffe, dass das möglich ist. Wir wollen heute deshalb auf Losung und Lehrtext hören. Sonntag habe ich ja pausiert und ich hatte Samstag, glaube ich, das letzte oder am Freitag das letzte hochgeladen. Und jetzt heißt es in der Losung am 24. Herr, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, aus dem Psalm 119. Das ist eine Bitte des Beters und ich denke, die ist häufig wichtig, dass wir wirklich sehen, wir brauchen die Zuwendung Gottes, wir schaffen das Leben nicht allein. Wir hätten diese Reise nicht alleine geschafft, wir hätten vieles nicht bewältigen können auf unserem Weg und ich sehe es, dass ganz viele Menschen, die leiden, die zu tragen haben in dieser Zeit, es alleine nicht schaffen. Sie werden geradezu in Gottes Arme geführt und das finde ich das Großartige. Und wenn der Beter des 119. Psalmes hier diese Worte so formuliert, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir dann die Bitte äußern, wenn so viele Möglichkeiten und Zeichen auf uns zugekommen sind, dass wir dann selbst dahin kommen und sagen, Herr, lass mir deine Barmherzigkeit, deine Gnade zuteil werden, denn dann haben wir erkannt, dass wir alleine das Werk nicht richten können. Und dann heißt es im Lehrtext, im Philipperbrief von Paulus, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass unsere Liebe wächst, dass wir einen Blick dafür kriegen, was Liebe wirklich ist. Und wir entdeckten es selbst auf dieser Reise. Man ist nicht immer in der Liebe unterwegs. Wenn man zum Himmel schaut, dann wird es einem manchmal wirklich so ums Herz, dass man fast in den Zorn gerät, fast in den Hass gerät und sich fragt, was sollen wir noch alles tragen? Wie viel müssen wir noch schultern? Und was sind das für Menschen, die so etwas veranstalten? In der Liebe zu bleiben, heißt ja letztlich doch demütig zu sein, Dinge auch zu ertragen, die wir nicht ändern können, aber sich für Dinge einsetzen, die die Dinge besser werden lassen. Und der gestrige Sonntag hatte ja einen riesengroßen Predigtext. Ich hätte gern darüber gesprochen. Ich möchte ihn kurz anfügen. Die Begegnung zwischen David und Saul in der Höhle, wo David seinen, in Anführungsstrichen, Widersacher ja umbringen hätte können, wo er ihm nur ein Stück von seinem Mantel, von seinem Saum abschneidet und dann Saul das offeriert und sagt, ich war in der Nacht in dieser Höhle, ich hätte dich töten können, aber ich habe es nicht getan. Und du hast ja, so wissen wir es, mehrere Male versucht, mir das Leben zu nehmen. Also dem größten Widersacher mit Liebe zu begegnen, das ist es hier, was in diesem Lehrtext auch aufleuchtet, dass die Liebe immer größer wird, dass wir fähig werden, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn zu leben, sondern in der ganz großen Liebe unterwegs sind, vergeben können und sagen können, wir zeigen der Welt, wie anders gelebt werden kann. Wir vergelten nicht Gleiches mit Gleichem. Ganz große Texte, die uns in diese neue Woche schicken. Und ich freue mich jetzt wieder von zu Hause aus, diese Streame machen zu können. Ich denke, dass ich mehr auch wieder in die Natur rausgehe, dass ich unter die Menschen gehe, weil ich gespürt habe und erfahren habe,
wie Gott es möchte, dass wir draußen vor Ort sind und auf dieser Reise diese ganzen Begegnungen, diese Vernetzung, diese Verknüpfung erst einmal zu verarbeiten, zu verdauen, das ist unglaublich und ich sehe, wie Gott Wege führen kann, die wir so hätten nie wählen können und auch nie gehen können. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche allen eine gesegnete Woche. Es beginnen ja bald für viele die Ferien. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese angehen können, noch bevor vielleicht etwas mehr Dunkelheit über diese Welt hereinbricht. Lassen Sie sich von Gott führen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden und dass Sie Gott über sich wachen lassen. In diesem Sinne grüßt Sie ganz, ganz herzlich jetzt einmal aus Kärnten Ihr Reini von den Zeitgedanken. Auf Wiederluege! Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.